Jonas, 10 Jahre behauptet, ich kann mit einem Bagger mehr Flaschen am Kronkorken an eine dünne Schnur hängen als Moderator Joko Winterscheid. Jonas und Joko müssen nacheinander mit einem Schraubenzieher, der an einer Schaufel des Baggers befestigt ist, Glasflaschen am Kronkorken anheben und an eine dünne Schnur hängen. Dafür haben beide jeweils 4 Minuten Zeit. Wer mehr Flaschen gleichzeitig an die Schnur hängt, gewinnt das Duell. Joko, ich habe noch eine kleine Nachricht für dich, eine kleine Videobotschaft, quasi ein bisschen wie früher bei mir in den Sendungen. Schau mal, wer dir schnell noch was sagen möchte. Mensch, hallo Joko, na, kennst du mich noch? Ich bin's, Klaas, aus dem Fernsehen und aus dem Büro. Wir kennen uns doch. Pass mal auf, ich war auch schon mal in der Sendung zu Gast, in der du da gerade bist. Und normalerweise macht man da so lustige Aufgaben, da gewinnt man, da verliert man und so weiter. Aber ich kann mich erinnern, ich musste irgendwie im Falle eines Verlustes viel mehr machen als alle anderen da in der Sendung. Ich musste dann so mich überkippen lassen mit so einem Schleim, weil das irgendwie deine fixe Idee gewesen sei, hat Kai mir erzählt. Und das fand ich irgendwie unfair. Aber wie das immer so ist, Rache wird kalt serviert. Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber jetzt ist es soweit. Wenn du heute verlierst, dann wirst du auf einen Stuhl geschnallt und in so Schleim reingedrückt. Was hältst du davon? Aber wenn du gewinnst, das muss ich fairerweise dazu sagen, dann passiert das Ganze mit Kai. Und der hat wie immer einen sehr feinen Anzug an. Ich freue mich, egal wie es ausgeht, heute ist mein Tag. Viel Spaß, viel Erfolg, jedem von euch. Okay, ja, gut. Klein gegen groß, auf los geht's. Los! Viel Erfolg, Jonas, meine Daumen sind gedrückt. Und die Zeit läuft. Die erste Flasche hängt. Mein bester Freund Jonas macht das ganz wunderbar. So, jetzt muss man die Flasche da natürlich gut ansetzen. Man geht erstmal hinter die Schnur, so wie Jonas das wunderbar macht. Jetzt drückt er die Flasche leicht an die Schnur und lässt es jetzt ab. Und wenn er jetzt alles richtig gemacht hat und mit der Schaufel weiter runter geht, müsste die Flasche hängen bleiben. Und sie hängt. Sehr gut. Nächste Flasche aufnehmen. Sehr seitlich aufgenommen. Ah, das habe ich fast befürchtet. Da war er mit dem Schraubenzieher zu seitlich dran. Jetzt, die hängt. Sehr gut, Jonas. Und jetzt muss man natürlich umso vorsichtiger sein. Jetzt geht Jonas ein bisschen an die andere Seite der Schnur. Denn im Optimalfall würde er ja am Ende noch eine dazwischen setzen. Du machst es richtig gut, Jonas. Vorsichtig jetzt. Das ist so ein wichtiger Moment jetzt. Sieht gut aus. Ah! Nein! Das ist blöd, es bleibt bei einer. Jetzt musst du Gas geben erstmal wieder. Oh Mann! So gut der Schraubenzieher vorher drin war, so schwer ist er dann da rausgegangen. Das ist natürlich immer das Nachteil. Ja, aber jetzt komm, schwenk rüber, Junge.
wieder runter. Das gibt's ja nicht. Komm schon, Beeilung, Beeilung, Beeilung. Aber man sieht natürlich auch daran, wie schwer es ist. Es gehört am Ende einfach auch ein bisschen Glück dazu. So, jetzt musst du ein bisschen schneller rüberschwingen. Ob der Zeit, das Risiko musst du nehmen. Ran an die Schnur. Jetzt, wo der Wetteinsatz noch ein bisschen höher ist, ist die Anspannung auch ein bisschen größer. Ja? Ja, ja. Ist das so? Ja. Ja, aber das, was der Klaas dir da angedroht hat, ist doch nichts gegen Dinge, die du schon gemacht hast im Fernsehen. Darf ich starten? Du könntest jetzt den Motor anwerfen, ja. Anschnallen bitte noch, das ist wichtig. Sicher. Ne? Arbeitsschutz. Puh. Ich sag mal so. Viel Spaß, Joko. Alles andere wünsche ich dir nicht. Was kann Joko Winterscheid hier am Bagger zeigen? Auf geht's, die Zeit läuft. Das hat auf jeden Fall schon mal sehr gut geklappt mit der ersten Flasche. Ich weiß gar nicht, ob ich Joko schon mal so fokussiert im Fernsehen gesehen habe. Ah. Oh, oh. Sieht auf jeden Fall schon mal, dass Joko in der Lage ist, eine solche Maschine zu bedienen. Komm! Oh, come on! Au! Was für ein Moment. Also eins ist gut, deine erste Flasche hing schon mal schneller. Das gibt's ja nicht. Also ich wüsste ja, was du tun müsstest, Joko, aber ich sag's dir nicht. Ich höre dich gar nicht. Oh, 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 oh. Nichts passiert. Nichts passiert. Keine Sorge, bis zu euch reicht der Baggerarm nicht. Hm? Oh. Joko, du schaffst das. Joko, du schaffst das. Joko, du schaffst das. Joko, 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 Joko.
ich die Zeit erfragen? Ja, noch 5 Sekunden. Aber nein! Ja! Aber Joko, ich will jetzt auf jeden Fall eine Flasche sehen, die du da hinhängst. Glückwunsch erstmal. Aber die Zeit nehmen wir jetzt. Ich weiß ja, dass du es kannst. Und das will ich jetzt einmal auch sehen. So. Hängt gut. Das gönnen wir uns jetzt. Die Zeit nehmen wir uns. Wenn die jetzt hängen bleiben, ne? Das hat nicht sollen sein. Aber, Joko. Du hast es richtig gut gemacht. Ah, vielen Dank, Jonas. Ich habe das Gefühl, du warst besser als ich, wenn du dich gefreut hast. Ich sag mal so, leider nach Ablauf der Zeit, aber eine hängt. Vielen Dank. Aber ich muss sagen, ja, Jonas, der hat dich wirklich deklassiert. Ja, was hast du geschafft? Ja? Hier ist das Ergebnis. Eine! Nein! Doch. Die letzten zwei sind immer runtergefallen. Sid! Oh nein! Hat super Pech gehabt. Oh. So, wir müssen dich noch ein Stück hochziehen, weil dann. Ja, ist super. Dann kommt ja der Schleimast unter dich. Oh Gott, Leute. Das okay, stopp, reicht erstmal. Hallo? Das Gute ist, wenn ich mich da drin jetzt übergebe, man sieht's nicht. Ja, ich glaube, das, was hier oben drauf schwimmt, ist Bio. Elias filmt. Oh. Das sind gute Freunde. Moment mal. Bin sicher. So, und jetzt runter. Oh Gott. Achtung. Ich schick dir Elias! Ich schick dir Elias! Ist das widerlich! Wenn ihr noch mehr coole Challenges sehen wollt, dann klickt hier.